Hallo, meine Freunde, damit herzlich willkommen hier zurück zum Car Mechanic Simulator 2018. Ja, im Live-Let's Play hier nebenbei. Ganz wohlbemerkt. Ja, für die Leute, die das jetzt auf YouTube schauen und am Samstag nicht da waren, ne, wir haben das halt live auf Twitch bzw. YouTube mitgemacht und ja, einfach weil es sich gewünscht worden ist. Deswegen nicht wundern, wenn ich dann, ja, über Themen oder Leuten reden, die ihr eigentlich gar nicht seht, weil ihr den Chat in den Sinn nicht habt. Ist klar. So, ich habe jetzt schon mal einen Auftrag angenommen, weil gerade eben war irgendwas mit der Grafik nicht so ganz Banane. Warum auch immer. Ich glaube, das war jetzt erstmal hier wieder Standard-Kraftstofffilter. Motor hat keine Leistung. Prüfe Filtern, wechsel sie. Kraftstofffilter, Ölfilter und ein Vergaser. Und dann fehlt noch irgendein Bauteil. Okay. Ich hatte eigentlich gedacht, das ist Getriebe, aber ja gut. Kann man natürlich auch machen. Machen wir es halt so. Mir soll es egal sein. Das ist dieser Luftfilter rund, ein Vergaser. Genau, der ist im Eimer. Luftfilter rund, ein Vergaser, Ölfilter und Kraftstofffilter. Dann unten war ja noch die Pumpe. Machen wir das Ganze mal hier nach oben. So, gucken wir mal. Das ist wieder so eine Art Fahrzeug. Da ist halt alles wieder anders. Ölfilter V8 UAV haben wir. Dann schauen wir mal. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt fehlt noch die Treibstoffpumpe und dann ist noch irgendwas im Eimer. Na, wo ist bitte bei der Karre? Da hinten? Ah ja, okay, doch. Alles beim Alten. Der Treibstofftank sieht aber noch gut aus, also kann es ja eigentlich gar nicht so schwer sein. Dankeschön. So, gucken wir mal. Treibstofffilterbombe. Dann Kraftstofffilter. Und der Ölfilter V8 UHV. So, das sind erstmal die drei Elemente. Aber ein Teil müssen wir ja selber noch finden. Und ich habe so fast das Gefühl, es könnte wieder eine etwas längere Suche werden. So. So, gucken wir mal. Dann geht das Ganze hier in den Kraftstofffilter rein. Dann, also halt Luftfilter, Runde, ein Vergaser. Luftfilter, zwei Vergaser, ein Vergaser. Zack. Aber da hast du minimal das Gefühl, dass das da drinne irgendwie. Also Benzindruckregler ist klar. Nein. Gucken wir mal kurz, ob der Vergaser nicht im Eimer ist, weil der sieht halt ein bisschen angeschlagen, zwar jetzt nicht so krass, aber er sieht halt angeschlagen aus. Nö, der geht, okay. Gucken wir mal kurz, ob die Elektronik im Eimer ist. Hallöchen, hallöchen. Nö. Gucken, ob irgendwas sonst hier am Motor kaputt ist. Auch nicht. Ja gut, und das und ja, haha, ja, so modern ist er nicht, okay. Also wie zu erwarten, es fehlt, nein, danke, es fehlt ein Teil. Und zwar im Bereich Motor hat keine Leistung. Aber da gehe ich mal stark davon aus, so mal das passt, auch. Durch was könnte er denn keine Leistung bekommen? Wir haben es durch die ganzen Spezifikationen schon mal nicht gefunden. Motor hat nicht so viel Auswahl haben. Motor hat keine Leistung. Also Luftfilter haben wir bereinigt. An den Bremsen liegt schon mal nicht. Die Zündungsspule eventuell. Ach ne, das passt auch. Das passt alles schon mal. Okay. Das sieht jetzt auch nicht gerade kaputt aus, oder? Nö. Das passt. Das puzzelt. Gucken wir mal.
Das geht mit 54% auch noch absolut klar. Das passt auch. Die Keilriemen passen auch. Das Steuergehäuse passt auch. Die Wasserpumpe wüsste ich jetzt eigentlich nicht so genau, wo das Problem dran liegen sollte. Eigentlich ein kleiner Fritzelauftrag, der uns schon gerade wieder viel Zeit kostet. Die Treibstoffpumpe habe ich schon ausgetauscht, ja. Die habe ich schon. Sieht man das da irgendwie so? Da hinten, da, da, da. Die habe ich schon ausgetauscht. Es fehlt noch was anderes. Wir gucken einfach mal hier rein. Kann ja nur innen drinnen irgendwas sein. So. Obwohl das jetzt natürlich auch wieder ein little bit blöd ist, weil ich krieg halt hier immer nur. Warte mal kurz, schau mal das Ding kurz ab. Ach ne, halt, bin ja auch doof. Das sind ja diese komischen Stäbe, die da dran sind. Ja, warte mal, alleine durch die Dings. Hallöchen, dürfte ich kurz, danke. Alleine durch die Prüfung müsste doch eigentlich diese ganzen kleinen Klammern mit drin sein, oder? Muss da nochmal genau checken. Kolbenringe, Kolbenringe, Kolbenringe. Ne, da werden einfach nur die Kolbenringe gemacht. Okay. Ja, gut. Lass mal eine Ventilstoßstange von denen im Eimer sein. Aber warte mal, ich glaube, da kommen wir, hier kommen wir ran, ne? Kann aber erst nach Demontage geprüft werden. Das ist mal wieder sehr angenehm. Warum sind eigentlich einige geprüft und einige ungeprüft? Die liegen auch bei 60. Okay, ist geprüft, die ist nicht geprüft. Die ist auch in Ordnung. Auf eine Zinke? Na ja, gut, ja, das stimmt allerdings. Na, wo ist bei diesem Modell die Zinnkerze? Ich glaube hier unten drinnen beim Vergaser, ne? Okay, dann bauen wir mal kurz das Ding aus. Ihr merkt schon, ich habe viel Ahnung von Autos, ne? Gut, das sollte jetzt nichts Neues sein, aber... Ne, warte mal. Ne, da geht's nicht weiter. Okay, gut. Naja, also hier liegt es schon mal nicht dran, weil da unten ist halt auch nichts drin. Dann einmal bitte den Deckel wieder drauf und den Luftfilter wieder drauf. Seitlich an den Ab... Ach, seitlich genau an den Abgaskrümmer. Stimmt, da war was, danke. So. Stimmt, die Teile hier, ne? Abnehmen. 69%. So, dann gucken wir mal. Also, kann... Ja, kann mit was? Kann mit den Debo... Die, ja, Hammer leider Gottes nicht. Gut, dann ziehen wir sie halt alle nacheinander raus. Nein. Nö. Nö. Nö, das passt. Was? Komm, geh mal ein bisschen zurück, liebe Kamera, danke. Nö. 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 Und nö. Nö, Zündkerzen sind diesmal nicht. Okay. Dann halt diesmal nicht. Ist in Ordnung. Zündkabel passt soweit auch. Nockenwelle wäre noch was, das ist richtig. So, warte mal, 1, 2, die 1, 2, 3, ja noch. Okay, wir schrauben den ganzen Spaß einfach mal ab. Gucken dann mal, was dabei rauskommt. Zur Not müssen wir halt dann wirklich noch relativ tief in den Motor rein. Ich habe fast das Gefühl, es ist irgendwas im... Im Dingsbereich draußen an der ganzen
An der ganzen Pummelei, ich weiß gerade nicht, wie ich sehe, ist am Steuergehäuse. Da habe ich so mehr oder minder das Gefühl, dass es das sein könnte. Deswegen. Und gucken wir ansonsten mal noch. Ach, guck mal, hier ist ja auch noch was. Zündkabel, Verteilerdeckel. Oh, das sind diese blöden Klammern. Ja, eins. Zwei. Verteilerdeckel. Oh ja. Zündverteiler, Läufer. Dankeschön, lieber Estrala, wenn ich das richtig lese. Danke. Danke, danke. Zündverteiler, Läufer. Zündverteiler, Läufer. Zündverteiler, Läufer. Damen. Ja, so ein kleines Ding. Ich hätte wieder einen ganzen Motor aufgemacht. So. Wunderbar. So, haben wir viel Zeit gespart, würde ich sagen. Dann einmal hier wieder eine Kipphebel dran. Und hier auch. Und da natürlich auch. Und hier natürlich auch. Na komm. Moment, ich habe noch einen Deckel übrig. Ach da. So, das Ganze wieder dran schrauben. Servus, Tobias. Schöne Sache. Auftrag fertig. Er hat jetzt nicht mehr Ansatz. Oh ja. Entschuldigung, liebes Spiel. Natürlich, die Klemme fehlt. Was wäre das Ding nur ohne Klemme? So. Eine Fresse. Gut, jetzt aber hoffentlich bleibt mal hier Kampagnenauftrag. So, der ganze Spaß bitte weg. Danke. Tobias, wir machen Live-Let's Play. Also sprich, das kannst du nächste Woche dann auch auf YouTube angucken. Deswegen Facecam halt aus. Deswegen. Um 8 kommt dann Armer. So, wo ist der nächste Kampagnenauftrag? Mensch, ich will einen Kampagnenauftrag. So, Bremsrichtung muss repariert werden und Auto ist laut. Alles klar. Heute dummes. So, was haben wir denn hier? Bremseinrichtung muss und Auto ist laut. Ja, gut. Die Standardprozedur, wow, warum ich hier immer wieder drauf komme. Einmal bitte auf Hebebühne 1. So, boah, ist gar nicht verrostet, die Kiste, ne? Also, gar nicht. Also hier unten sehe ich schon, das ist Endschalldämpfer, Mittelschalldämpfer und aus, ne, und ein Auspuff. Also einmal das Komplettpaket auf Deutsch übersetzt. Okay, gucken wir mal kurz, ob hier irgendwas im Motor kaputt ist. Blub. Ja, gut, ist jetzt nicht das Geilste, aber geht alles auch noch. Achso, der hat so ein... Der ist schon ein bisschen moderner, das freut mich. Kommen wir jetzt den ganzen Spaß hier mal routinemäßig. Ah, der Katalysator. Ja gut, das hätte ich jetzt von unten auch gesehen. Gibt es noch irgendwas mit dem Sprit? Nö, das passt auch gut. Hätten wir erstmal hier das Übliche abgeschlossen. Auto ist laut, es kann... Achso, ja gut. Vergiss es. So. Alles klar, dann schauen wir mal. Ich meine, das ist klar wie Kloßbrühe. Ja, der Endschalldämpfer ist in Ordnung, oder der Mittelschalldämpfer ist in Ordnung und das Flammenrohr ist auch in Ordnung, alles klar. Also haben wir einmal den Auspuff, den Mittelschalldämpfer und den Katalysator. Dankeschön. Also Auspuff. Jawohl, dann haben wir den Mittelschalldämpfer und den Katalysator. Dann ist schon mal das eine Ding abgehakt. Dass das Auto zu laut ist, würde ich beinahe behaupten, oder? Jo, und jetzt der Rest sind die Bremseinrichtungen. Das kennt man ja. Also ich war dafür, dass er die Felgen gleich mit weggibt, weil Gottes Willen. So, was haben wir hier? Bremssattel im Eimer, Bremsklötze im Eimer und Bremsscheibe im Eimer. Alles klar. Also Bremssattel, Bremssattel, Bremsklötze und Bremsscheibe.
So. Ran damit. Das sieht zwar auch nicht mehr so geil aus, es geht aber noch. Ja, nächster Reifen. Der sieht auch sehr ungesund aus. Da haben, obwohl, nee, warte mal, wie viel müssen es mindestens haben? Zustand der Arbeit, nee, ich will wissen, wie viel Dings. Zustand der Bauteile 53%. Nee, ich will ja Frame Condition, Indoor Condition. Will ich eigentlich alles gar nicht, aber das war noch nicht konkret übersetzt, aber gut, egal. Bremsklötze und Bremsscheibe. Wenn ich das jetzt richtig sehe, oder? Weil das ist doch Road. Obwohl, ne, die Bremsscheibe geht in Ordnung. Der will einfach nur, also, ich würde ihn jetzt nicht so fahren lassen. Wow. Kann man ja nicht einmal Ruhe haben. Gerade von so einer bekloppten Nummer. Was will der? so. Dann das Ganze hier ran. 46%. Na ja, gut. Sollte so passen, oder? Ich check mal kurz hier durch. Ja. Doch, das passt. Es sind nur noch zwei Bauteile. Okay, gut. Dann gucken wir mal. So. Und dann hier drüben noch. Jo. Gut, wir können erstmal das raten. Ne? Ist mir egal. Das ist mir egal. So. Ja, das ist das übliche Bremssattel. Gut, das war jetzt noch Bremssattel. Okay. Halt. Ah doch, hat gepasst. Vergiss es. So. Und dann wieder den Reifen dran. Sehr gut, und dann einmal abbauen. Oh ja. Das ist Bremssattel. Es geht aber auch gerade nur noch so klar, ne? Also ich weiß ja nicht, aber. Ja gut, ist ja nicht mein Problem, wenn das der Kunde halt noch so will, dann will er es halt noch so, fertig aus. Ran damit. Sehr gut, 700 ausgegeben, 1200 eingenommen. Das passt. Jetzt nicht das Weltding, aber immerhin, es passt. So, meine Freunde, wir sind fertig hier für den Part. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn ihr mögt. Daumen da lassen nicht vergessen. Und bis dann, haut rein. Tschüss.